Hallo und herzlich willkommen, das ist Lukas Max für ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um die GTA 5 Remastered Version. Eigentlich sollte ich das gar nicht mehr erwähnen, denn in den letzten Wochen ging es immer um die GTA 5 Remastered Version. Aber ja, heute geht es auf jeden Fall darum, dass zwei neue Fahrzeuge geleakt wurden und jetzt offiziell bestätigt wurde, wo und wie viele Fahrzeuge in welchen GTA Shop reinkommt. Ich würde sagen, abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA Universum verpassen wollt. Und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, wie schon im Intro gesagt, geht es heute mal wieder um die GTA 5 Remastered Version. Und zwar, eher gesagt, um die Fahrzeuge, die mit der GTA 5 Remastered Version neu erscheinen werden. Das wurde nämlich jetzt durch GTA Online so gesehen geleakt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Wir schauen uns das direkt mal genauer an. So, hier haben wir ein Bild offen von diesem typischen GTA Online Loading Screen Karten, die man halt dann mal sieht. Zum Beispiel, dass neues Auto auf dem Podium ist oder neues GTA Online ein Fahrzeug erschienen ist. Jedenfalls gab es davon jetzt gestern einen Leak, wo man ein neues Fahrzeug sehen konnte, welches erscheinen wird am Dienstag und vieles mehr. Aber als allererstes lesen wir uns erstmal hier den Text durch. Chaos Special Works GTA Online. Chaos hat den LSK Meat Mod Shop übernommen, um seine Dienste als Spezialist anzubieten. Ja. Das war jetzt so gesehen der Text, der hier so steht. Schaltest du erst Chaos Special Works frei, indem du seinen Anruf annimmst und ein Zeitfahren absolvierst mit einem neuen, leistungsstarken, von Chaos Special Works modifizierten Fahrzeug fährst. Sobald sie das Rennen geschafft haben, ist Chaos Special Works das Unternehmen freigeschalten, sodass sie ein Chaos Special Works Upgrade erwerben können. Es wird 5 neue Fahrzeuge geben und 5 vorhandene, die du erst mal in diesem neuen Shop dann tunen kannst. Fügen sie dann neue Reihe von Modifikationen hinzu, einschließlich bahnbrechende Beschleunigung, Chameleon-Lackierungen und mehr. Ja, ich habe das jetzt einfach über den Handy-Google-Übersetzer gemacht, weil ich habe hier nur das Bild davon und es nicht irgendwie auf einer Webseite von Rockstar gefunden. Aber das war soweit jetzt, was da steht. Wie ich finde, sehr, sehr interessant. Aber das eigentlich interessant auf diesem Post ist das Auto hier. Denn das ist nämlich neu. Und wie ich finde, sieht das wirklich geil aus. Ich kann ja mal die Facecam kurz ein bisschen wegmachen. Hier, das ist das neue Auto. Wie ich finde, sehr, sehr geil. Das hier kennen wir schon. Das ist, glaube ich, der kostenlose Karin S95, wenn ich mich nicht irre. Hier im Hintergrund Los Santos, wie man es kennt. Aber das Fahrzeug sieht auf jeden Fall geil aus. Eure Meinung darfst du gerne in den Kommentaren. Wir kommen zu dem zweiten Post. Also ich sage immer Post, aber eigentlich ist es einfach nur irgend so ein Widget, sage ich einfach mal, für GTA Online. So, und hier ist dann schon das zweite. Hier im Hintergrund ist einfach nur das Fahrzeug, was wir schon kennen. Ich mache einfach mal die Facecam hier hin. Wie gesagt, das Auto kennen wir schon. Wir lesen uns jetzt erstmal den Text durch. Schaut bei Legendary Motorsports, South San Andreas und Warstalks vorbei, um 5 neue exklusive Fahrzeuge zu kaufen. Sobald sie House Special Works freigeschalten haben, betreten sie seinen Laden für Höchstleistung, Modifikation und Anpassung für jedes dieser neuen Fahrzeuge. Also es wird 5 neue und 5 Fahrzeuge, die wir schon kennen, dort zum Tunen zur Verfügung stehen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt bin ich da natürlich gespannt, welches Fahrzeug bei Warstalks am Start kommen wird. Ich hoffe kein Oppressor MK2, aber ich glaube, so lost wäre Rockstar Games nicht. Jedenfalls sieht man sonst hier nichts Neues, deswegen können wir das einfach mal wegmachen. Und ja, das waren soweit die 2 Widgets aus GTA Online. Jeder kann sie, glaube ich, sehen, weil es ist halt so ein GTA Online Ladescreen einfach nur. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr zu berichten. Das war's heute mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr, was für ein Warstock-Fahrzeug wird es geben, also wird erscheinen? Ich hoffe einfach nur, kein überpowertes Zukunftsfahrzeug. Das wäre wirklich maximal lost. Jedenfalls abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nächstes Mal um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Like gerne das Video, teilt gerne das Video, checkt gerne meine anderen Videos ab auf diesem Channel. Hier gibt es alles rund um das komplette GTA-Universum. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.